Das ist... Dein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so weh getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Anya, was ist? Da ist er. Caroline, hier lang. William. Oh, du Dummerchen. Hast du gedacht, wir lassen dich hier zurück? Der Scheiß ist seine Innereien. Hängen raus. Halt sie drin, leg die Hände drauf. Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber. Sachte. Eins, zwei. Hoch. Ein Segen. Vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Geben von Freunden den Kollegen. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Und warte, wir sind raus. Feuer! Ja, Madam. Er verblutet! Schneller! Maxus! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch! Ich glaube, der Himmel brennt. Das stimmt nicht. Caroline, er stirbt! Er läuft blau an! Warte, eine Tari, die Hangarbucht sind in anderthalb Minuten. Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein. Mama, ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde! Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte! Bleiben Sie bei uns, Blazkowicz. Kämpfen Sie! Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder, wir brauchen einen Blutspender! Schnell! Gut zuhören! Zieh und zieh auf! Bring Sie die Leute zur Krankenstation! Beeilung, verdammt nochmal! Ja! Ich brauche Licht! Bleib da, still jetzt, er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg! Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie, er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung. Wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia, jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Schaden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt! Rip, wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia.
Was soll das? So lasse ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen, aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Versteckst dich im Schrank? Dein Anblick macht mich krank! Oh, jetzt bist du fällig, Junge. Shh. Ruhig atmen, Blaskovic. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenau-Kreis wird stärker. Ich brauche Sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen. Und fühlst du die Tritte? Bessie! Happy! Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselst so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden, die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz und Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schrägen begradigen. Es liegt an dir. Finger an den Abzug. Genau so. Oh, Sie sind's. Nehmen Sie das. Die suchen nach Ihnen. Oh, Scheiße. Da kommen Sie. Das U-Boot gehört jetzt uns. Ihr kriegt's nicht zurück, Wichser. Haltet euch an, ja. Bin unterwegs. Fahren. Die Mikrowellen machen Brei aus Ihnen und das wollen Sie doch nicht. Oder etwa doch? Okay, warten Sie. Okay, jetzt! Kommen Sie! Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Thank you.
los, alter Mann. Ignoriere den Schmerz. Kehr irgendwie das Förderband um und dann zum Aufzug. Gut. Förderband umgekehrt. Auf geht's. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blazkowicz? Hoch mit dem Krüppel! Ich sage Ihnen was. Sie sind kein. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut ihn euch an. So. Sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Verlassen. Oh, danke. Oh. Du, zieh sie am Kragen hoch. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie freilässt. Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Na? Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Lauf! Lauf, lauf! Lauf, 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 lauf! Tun Sie es nicht! Schlag zu! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch mit Perversionen und Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Übung macht den Meister! Sieh an! Wie seltsam! Eben war sie noch am Leben und jetzt ist sie tot. Haben diese Augen jemals geliebt? Was meinen Sie? Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch!
Willst du auch Küsschen? Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ja? Sikon, zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bringt ihn her! Auch ein alter Freund von Ihnen? Ich bring sie um! Bitte hör auf! Es reicht! Aus dem Weg! Nein! Mister! Blasco, anziehen! Aber immerhin habe ich die Blutung gestoppt. Gucken Sie mir an und ihm nicht das Blut auszupusten. Ganz langsam. Er ist noch schwindelig, hat viel Blut verloren. Ich kann Ihnen helfen. Mit Informationen. Militärgeheimnisse. Ich weiß, wie Sie den Boot verkriegen. Und das ist ein Rettungsboot. Ich kenne die Frau. Moment, Moment. Wie kriegen wir unser U-Boot frei? Die Tür dort führt zur Steuerzentrale. Für die elektromagnetischen Traktorarme. Sie können sie von dort aus deaktivieren. Dann geben Sie Ihr U-Boot frei. Kriegen Sie die Tür auf? Ja. Okay, Blasco. Gehen Sie da rein, finden Sie die Steuerzentrale und geben Sie das U-Boot frei. Was mit Ihrer Freundin, tut mir leid. Fergus. Respekt für den Mann, der einen Arm verliert und weitermacht, als wäre nichts. Man kann viel anstellen mit einem Beil und einem Regimewechsel. Sie es uns im Boot Camp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Den Sender und schalte ihn aus, sonst reißen die Unterwasserbomben den Rumpf auf. Wir haben einen Fehler gemacht. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Und bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. William, ich habe die Maschinenraumkarte gefunden. Ich bin sicher, dass ich sie habe.
Oh Gott, Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Die Sektion F kann sich aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken könnten. William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig. Caroline, ich glaube, ich schaff's nicht. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Ich kann man nicht heilen. Ja, du willst Fangen spielen, was? Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Wie war meine Schießanlage? Ah, gut gemacht. Ein schönes Zuhause für uns, Carolina. Sie lagen immer. Richtig. William, ich kann sie immer noch hier riechen. Sie ist in Carolines Zimmer. Hi. Ich höre euch dennoch. Hey, Blasco! Gehen Sie durch die ausgebombte Stadt zum State Building. Je schneller, desto besser. Fergus, Ende. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Ignoriere den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. William, hörst du mich? Wenn du auf der Fifth Avenue bist, muss das State Building ganz nah sein. Na, Großer, willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Perfekt. Es
sollte meine Waffen mal aufrüsten. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Deine Stimme, Anya. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Perfekt. Ich soll... Sollte meine Waffen mal aufrüsten. Vom Dach geholt! Springen Sie rein, Blesko! Carolina. Warum hält die nicht leicht? Hast du das neue Trainingshaus in der Schießanlage gesehen? Angenehm, Captain Blaskovic. Ihr Anzug, diese drückende Hitze, das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Grace? Ich hab den Atomsprengkopf. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte. Nicht sie. Jetzt hab ich eine Heidenangst. Bringen wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Konzentriere dich auf die Aufgabe. Ich brauche wohl mehr Strom. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Keine Ahnung, der wovon Sie reden.
Okay, Blazkowicz. Suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Special. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Oh Mann, haben die nur das? Papa Joe's All-American Diner. Genau mein Ding. Was hast du denn heute gelernt, Peter? Keine Ahnung. Sachen? Die neue Regierung lehrt dich wichtige Dinge, einen schönen Peter. Tag, bitte. Setzen Sie sich, ich bin sofort bei Ihnen. Was darf denn sein? Wir schließen leider in Kürze. Das ist zum Mitnehmen. Mal sehen, ich nehme... Blazkowicz. Specie weiß, dass Sie den Generalstab angreifen. Aber er weiß nicht, dass Sie eine Atombombe dabei haben. Das müssen Sie ihm sagen. Hallo? Komm, Peter, gehen wir woanders hin. Aber Mama, wir haben nicht mal... Aber! Oh. Bitteschön. Danke. Einen schönen Tag noch. Sieh da, eine Erdbeermilch, bitte. Oh, ich hoffe, Sie haben hier kein Feuer zu löschen. Sonst komme ich ein andermal wieder. Das Feuer kann auf jeden Fall warten, Kommandant. Eine Erdbeermilch, kommt sofort. Feuerwehrmann, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Und Sie sehen germanisch aus. Arbeiten Sie in Wache 2? Bitte schön, Kommandant. Oh, vielen Dank. Also, zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Bitte. Blazkowicz, machen Sie die verdammte Tür zu! Nicht, dass ich ihn nicht ver... Durch diesen Tunnel kommen Sie direkt zur Güterzugverladungshalle von Area 52. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf einem dieser Züge mitfahren. Carolina, hören Sie mich? Ich werde immer schwächer. Ohne Ihre Flügel würde ich fallen. Wow. Haben die jetzt etwa Raketeneffekt? Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten.
Tja, war wohl. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht. Diesen Ring gezeigt, Mama. Für die besondere Person in meinem Leben. Selbst verrottend im Grab wäre ich ein besserer Vater als du. Ganz ruhig. Hinsetzen.
Setzen Sie sich hin. Er verdient den Tod. Yeah! Alles nur Show. Und ich bin die Hauptattraktion. Nein, 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 sag ich. Sie müssen mich zu meinem Mandanten lassen. Sehen Sie das? Lesen Sie. Ich darf mich vertraulich mit meinem Mandanten beraten. Soll ich den Richter anrufen? Dann stehen Sie morgen auf der Straße. Also darf ich jetzt zu meinem Mandanten oder wollen Sie es darauf ankommen lassen? Was soll das? Nehmen Sie die Kapuze ab! Sofort, Sie Wichser! Ach, kommen Sie! Wie soll er mit mir reden, wenn er dieses Ding im Gesicht hat? Nicht mein Problem, das bleibt drauf. Meine Güte! Dürfen wir ein bisschen Privatsphäre haben? Oh, Sie sehen scheiße aus, Mann. Verdammt, als ob Sie bald abnippeln. Wirklich, steht Ihnen nicht gut. Aber hören Sie zu, die Verhandlung ist in ein paar Wochen. Danach wird man Sie hinrichten. Die werden die ganze Farce weltweit im Fernsehen bringen. Der Scheiß wird aber so nicht laufen, da wir Sie verdammt nochmal hier rausholen werden. Und zwar jetzt. Der Plan mag riskant sein. Denn die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem, aber wir müssen's wagen. Okay? Echt? Unglaublich, was ich alles tun musste, um hier reinzukommen, obwohl ich hier verfickter Anwalt bin. Ich bin wirklich angepisst. Aber hey, ich werde so tun, als hätten sie mich angegriffen. Und wenn die Kackwache reinkommt und sie sucht, schleiche ich mich an und ramme ihm das kleine Schätzchen hier direkt in den Schädel. Ich nehme seine Schlüssel und seine Waffe und dann rolle ich sie zum Aufzug. Niete alles um, was unterwegs auftaucht. Dann runter zur Garage, wo Bombarde, Anja und die anderen mit dem Fluchtwagen warten. Okay, bereit? Möge die Freakshow beginnen. Scheiße. Das tut so weh. Da. Sie haben ja keine Ahnung. Nehmen wir Ihnen das Scheißding ab. Okay. Sobald wir draußen sind, kommt die Verfolgungsjagd. Ein Kugelhagel. Die haben verdammte Panzer. Wir aber haben ein Ass im Ärmel. Wenn wir so weit kommen, schaffen wir es. Schwierig wird der Weg zu der Garage. Hey! Hilfe! Machen Sie die Tür auf! Er hat mich angegriffen, Mann! Hat mir die Nase gebrochen, ist dann durch diese Tür entkommen! Dieser verdammte Terror-Billy, er läuft frei herum! Zurück! Und er hatte Hilfe! Sie kamen durch diese Tür und haben ihn geholt! Das war ein Außerirdischer, Mann! Schnitt! Schnitt! Müllermann! Die haben Talent! Die sollten vorsprechen und zum Film gehen! Guter Schuss, General! Wer zuckt noch? Idiot! Der war schon tot, als er das Gebäude betreten hat. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein Liebling, so lieblich. Mund aufmachen. Los. Aufmachen. Genau so. Wie schmeckt das? Psst. Schmeckt das Schießpulver der Kugel, die ihren Freund getötet hat. Wie fühlt sich das an? Magst du den Geschmack? Oh, hören Sie das? Das ist meine Truppe, die ihre Freunde in der Garage angreift. Sie langweilen mich.
ich werde jetzt dort unten meinen Spaß haben. Anya. Meine Familie. Wochen vergehen. Oder mehr. Ich schwinde dahin. Und ich bete für das Ende. Wegen Diebstahls, Zerstörung diversen Eigentums, Unterstützung des Feindes, Folter, Terrorismus mit Atomwaffen im In- und Ausland, Hochverrat und grausamer Morde in tausenden Fällen wurden sie schuldig gesprochen, William Joseph Blazkowicz. Selbst Männer wie ich blicken dem wahren Bösen nur selten ins Antlitz. Und es schmerzt mich, dass ich sie nur zu etwas so Banalem wie der Todesstrafe verurteilen kann. Tod, Herr Blazkowicz! Der schnelle, reine Tod! Gerichtsdiener! Mantel der Tagträume, gestohlen von kalten Winden der Wirklichkeit. Bürger des glorreichen Germaniens, dies ist ein Tag zum Feiern! Vor einer Woche haben unsere tapferen Truppen William Joseph Blazkowicz festgenommen.
Im Rahmen einer Razzia fand man ihn in einem Bauernhaus außerhalb von Dallas. Mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Und jetzt erfährt dieser gefährliche Kriminelle die Gerechtigkeit, die er zahllosen Opfern verwehrt hat. Wir werden nicht nachgeben, bis der Krieg gewonnen ist! Victoria! 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 Wir wären ein Traumpaar gewesen. Liebster, sie brechen mir das Herz. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Der Glückspilz! Der einzige Kerl auf dem Planeten, der es überlebt, geköpft zu werden! Herr Blaskovic, können Sie mich hören? Ah, gut, also Folgendes. Vor einiger Zeit hat Caroline diesen neuesten, biotechnisch erstellten Maschinensoldatenkörper erbeutet. Sehr, sehr beeindruckendes Exemplar. Anja, zeigen Sie es ihm. Gut, William. Seth wird das hier anbringen. Und verbindet so den Kopf mit deinem neuen Körper. Anja. Bitte, ich bin nicht mit der Jüngste. Meine Familie. Die Hilfe wäre also nett. Also, das ist seltene Kampfausrüstung für Maschinensoldaten, die wir im Einsatz bergen konnten. Nichts davon funktioniert. Aber ich habe genug Material, um eines der Geräte zu reparieren. Sie müssen entscheiden, welches Sie nehmen. Zwinkern Sie einmal für das hier, zweimal für das in der Mitte und dreimal für das dort drüben. Okay, Junge, dann mal an die Arbeit. Ich sediere Sie jetzt. Bis gleich. Also. Ich habe das gewünschte Gerät verfolgt. Legen Sie es an und probieren Sie es. Nehmen Sie Ihre Flügel zurück. Ich brauche sie nicht mehr. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Was in drei Teufelsnamen ist hier hinten passiert? Gut gemacht, Max. Unglaublich. Mal sehen, ob Grace was für mich hat. Wofür ich diesen neuen Körper nutzen kann. Die Strahlung da unten ist hoch. Blaskovic, finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt. Ah,
Das Regime hat die gestohlenen Daten in der Kommandozentrale. Sie müssen irgendwie da rein. Leskovic, ich kann dich aufsammeln. Steig irgendwo hoch und gib ein Signal. Leskovic, ich sehe dich. Bin gleich da. Sie müssen unbedingt auf die andere Seite der Mauer. Suchen Sie nach irgendeiner Öffnung, durch die Sie ins Innere kommen können. Hey, Blesko, ich konnte noch keinen einzigen verdammten Zivilisten ausmachen. Dafür aber jede Menge Regimesoldaten. Ich hoffe, Sie haben mehr Glück. Fergus, Ende. Leskovic, zum alten American Bank Gebäude. Dort haben sich Horton und seine Leute verschanzt. Finden Sie sie. Gewinnen Sie sie für unsere Sache. Die American Bank. Als wäre der Dollar noch was wert. Da wären wir. Ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen. Aber die Verantwortlichen bestrafen. Thank you.
Antipriester? Oh, das hier. Ach Gott, die Klappe. Anja, kommen. Nächster Halt, Lakeview-Bezirk. Blesko, wir stecken hier fest. Mussten aufs Dach des... Hey, Anja, wie heißt das Scheißding hier nochmal? Wir sind auf dem Lakeview-Apartment-Gebäude. Wir versuchen noch ein bisschen durchzuhalten, aber diese Typen kommen angeschossen wie Flitzekacke. Terror Billy, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview-Apartment-Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr. Anja, helfen Sie allen, an Bord zu kommen. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Alle sind an Bord, aber Sie können nicht mehr Ihren Arsch anschreiben. Der Knie ist, wir sind auf Grund und ab ins U-Boot. Und der Ausmerzer kommt, wenn wir dann... Nachdem Sie jetzt alle hier sind, möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss meine Deckung wahren. Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreib's mir auf. Was habe ich da geschrieben? Und Sie... Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Ich werde Sie... Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen! Aber wir werden wieder auferstehen! Scheiße. Ich... Die Worte stimmten. Aber Sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskowitz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie
Spielen Sie die Rolle! Füllen Sie! Füllen Sie! Füllen Sie die Rolle! Ein kaltblütiger Terrorist! Das sind Sie! Und Sie eine Regimehure! Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und Sie töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Ist schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, in die Psyche dieses Verrückten einzudringen. Dieser verdammten, wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blaskovic, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Adelinde, übernehmen Sie. Ich bin müde. Aspiranten, wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blaskovic war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat. Diese Szene spielt direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blaskovic steht kurz davor, die Bombe zu legen, die die Kinder im Waisenhaus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja, fangen Sie an. Jeder von Ihnen improvisiert eine Kampfszene. Ist die Wache tot? Beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte. Auf die Plätze! Und bitte! Au! Stopp! Stopp! Ich blute! Mist! Ich brauche eine Pause! Text, bitte! Ich brauche einen Arzt! Text. Dein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Das war schrecklich. Warum? Herr Redfield, bitte. Ihr Auftritt. Hey, Scheißkanzler. Ich schnapp mir deine Odin-Codes. Dann dein Ausmerzer. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Thank you.
ja mein Ticket raus. Transportkapsel bereit. Luft ist steckig. Die Hitze erdrückend. Die Texas ist bereit für einen kleinen Einbruch. Muss den Generalstab finden. Und die Odin-Codes für General Engels Schiff stellen. Rein und wieder raus. Vielleicht, das hier sei die Hölle. Aber von hier aus sieht's aus wie das Paradies. Generalstab. Mitglieder. Ein Haufen Arschlöcher. Habt ihr Arschlöcher meine Odin-Codes?
seid ihr. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch. Fergus? Fergus! Fergus! Hey, mach auf! Kann ich hören? Hey, Fergus, ich bin's. Verdammt, Fergus. Warum musst du immer diesen Arm verlieren? Ich weiß nicht, wo der Arm ist, den sie suchen. Hab Fergus Arm nicht gesehen. Wenn ich das Ding nur ich höre, suchen Sie nach Fergus Arm. Tut mir leid. Nach Fergus Arm. Cap, schauen Sie mal. Hallo. Zwei Teelöffel. Hühnerbrühe. Odin-Leitstände auf dem Außenmerzer. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand die Backbordverteidigung, der Munin-Leitstand die Steuerbordverteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. Verstanden. Wie kommen wir dorthin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anya. Mal sehen. V-A-L-A-A-L-L-A. Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. William, ich brauche Hilfe. Beeil dich, bitte.
einprogrammiert. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen Odin-Leitstände. Festhalten! Ich liebe dich, William. Er ist oben drauf. William, auf der anderen Seite ist noch ein Schacht. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum Odin-Hauptleitstand. V.A.L. William, da die Steuerbordverteidigung deaktiviert ist, kannst du zurück zur Truppenentsendungshalle und den Roboterentsendungsarm hinaufklettern. Ich bin vom Odin-Hauptleitstand. Hier ist einiges los. Komm also so schnell wie möglich. Das muss der Odin-Hauptleitstand sein. Ich komme, Anya. John Beast ist tot. Es ist Game Over. Trailer auf Ted. Ted, have you new world record of Wolfenstein 2, mein Leben. This is amazing. The time is 1 hour and 25 and 40 seconds. This is unbelievable. Unbelievable. The King ist Trailer of Dead. I'm so very, very happy. Happy. So very, very happy. Oh my God. Yes. Perfect. Okay, let's go. The time is over. Come on. Let me tell you, John the Beast, the time, your time is over. Trailer of Dead is a king here on my Leben. And yes. Wow, this is amazing time. And this is the powerful von Trailer of Dead. So brutality. Ich kann die Worte nicht fassen, die ich gerade gesagt habe. Unglaublich. Wir killen jetzt Frau Engel und damit ist Trailer of Dead back und somit auf Platz 1 hier in der Weltrangliste. Trailer of Dead ist back. Wir killen Frau Engel jetzt und damit ist das ganze Ding Feierabend. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr nah dran.
Frau Engel zu killen. Und jetzt ist der Tag der... Und... Jawoll! Trailer of Death is back! Woo! Trailer of Death is king! Oh mein Gott, this is amazing! Amazing! I can... Wow! Trailer of Death! Trailer of Death, Junge! Boom, Junge! Oh my God, this is a perfect day on today. Ja, und jetzt nochmal auf Deutsch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall, Trail of Death is back. Und ich habe es geschafft. Ich habe den Weltrekord geknackt. Ich bin Deutscher auf der deutschen Version. Und ja, ich bin super glücklich. Dieser One hat es gezeigt. Ich bin drin. Perfekt. Und ja, nimm mir das nicht übel, vor dem, wie ich quatsche, aber ich bin unglaublich glücklich gerade, dass es so schnell geknackt hat. Die Zeit ist immer noch 1 Stunde 27 und 17 Sekunden und ich habe Frau Engel schon längst platt gemacht. Schon längst. Die Sekunde 21, 22 und John the Beast hat es erst in 8 Sekunden geschafft. Bezüglich, ja, jetzt kommt 28, 29, 30, ja, und das ist noch lange nichts. John the Beast hat es mit 1 Stunde, wenn ich mich nicht täusche, 1 Stunde 28 und 32 Sekunden geschafft. Und ich bin nicht mal bei 1 Stunde 28 angelangt. Nicht mal, ansatzweise weit, weit entfernt davon. Und die Krone gehört mir. Ich bin der King in diesem Spiel und wagt es nicht, den Rekord zu brechen. Wenn ihr es schafft, habt ihr auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Respekt vor mir. Und ihr gehört auf jeden Fall zu der Gruppe der Patrioten hier in Wolfenstein. Aber es gibt nur einen und das ist Trailer of Death. So. Huh. Unglaublich, Mann. Ich bin der beste Mann. Versteht ihr das? Sagt es der ganzen Welt. Trailer of Death ist der Beste. Ich bin der Beste in diesem Spiel und es gibt keinen, der besser ist als ich. Es gibt es nicht. Es ist unmöglich. Es geht einfach nicht. Knack diesen Rekord. Knack diese Bestime und wir werden sehen, wer hier der Boss im Ring ist. Ich entschuldige mich natürlich für diese sehr, sehr, ja, doofen Worte, aber ich bitte das zu verstehen. Ich habe den Weltrekord geknackt und das ist was ganz, ganz Besonderes heute, an diesem Tag. Ich habe ganz genau gewusst, dass ich den knacke. Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe den One einmal schon mal geschafft. Doch letztendlich bin ich genau wie beim letzten One ganz oben an der Leiter in Ausmerzer gestorben. Und auch da, wenn ich es geschafft hätte durchzukommen, hätte ich den Weltrekord um ein paar Sekunden geknackt. Das lade ich auch hoch, kein Problem. Und jetzt habe ich es direkt nach diesem One noch einmal gemacht. Ich wusste ganz genau, dass es nicht mehr klappen wird. Aber voila, guck mal hier. Trailer of Death is back. Raskovich, Grace, yes, Fergus, Anya, alle sind da. Und jetzt kommt das super geile. Okay, an dieser Stelle mache ich einen Break. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, meine lieben Freunde. Wenn ihr wiedersehen wollt, wie ein Profi einen One durchzieht, liked meinen YouTube-Kanal, meinen Twitch-Kanal, abonniert mich, wie auch immer. Ich sage an dieser Stelle goodbye, meine Freunde, und auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Genießt diese Show. Schaut euch das immer wieder an. Lasst bitte Kommentare da für gute, harte Arbeit. Und ich würde sagen, goodbye, euer Trailer of Death.